Trainingsauftakt beim 1. FC Nürnberg. Knapp 2000 Fans heißen Trainer und Mannschaft mit einem warmen Applaus willkommen. Die Vorfreude auf die kommende Saison ist groß. Macht Spaß, klar, selbstverständlich. Und auch der Zuschauermarsch ist toll. Die Fans, die sind auch heiß, wie die Spieler auch. Und gut ist es wieder losgegangen. Ja, ist ein super Gefühl. Ich glaube, man sieht, dass hier richtig viel los ist und dass die Euphorie groß ist auf die neue Saison. Hanno Behrens ist einer von 7 neuen Spielern, die beim Trainingsauftakt mit dabei sind. Nur der Isländer Rurik Gíslason fehlt. Auch im Trainerstab gibt es ein neues Gesicht. Tobias Dippert ist neuer Athletik- und Reha-Trainer bei den Profis. Viele neue Gesichter, viele neue Eindrücke. Die sind aber positiv. Ja, ich denke schon, dass wir eine gute Mannschaft zusammen haben. Das hat man direkt im ersten Training gemerkt. Und ja, jetzt müssen wir als Mannschaft zusammenwachsen, ein Team werden. Und dann bin ich optimistisch, dass wir eine gute Saison spielen können. Und dafür will er sorgen. René Weiler und sein Team wollen eine gute Saison bestreiten. Die Spielphilosophie will der Trainer nicht groß ändern. Also wir möchten grundsätzlich die Spiele gewinnen, möchten nach vorne spielen. Aber selbstverständlich müssen wir auch hinten schauen, dass da nicht zu viel anbrennt. Und ich denke, das kommt dann mit der Zeit. Und das ändert sich nicht von einer Saison auf die andere. Es ändern die einen oder anderen Spiele. Aber grundsätzlich wollen wir in erster Linie die Spiele gewinnen und alles dafür Notwendige tun dafür. Das erste Tor der Vorbereitung erzielte ein alter Bekannter, Jakub Silvestre. 5 Wochen Vorbereitung liegen vor der Mannschaft. Doch schon jetzt wollen nicht nur die Fans wissen, wie sind die Zielsetzungen für die neue Saison. Also meine Zielsetzung habe ich ja auch immer wieder wiederholen müssen. Also ich habe immer gesagt, dass ich von Spiel zu Spiel schaue und dass ich möchte eine Entwicklung sehen. Und dementsprechend gilt das auch jetzt für die neue Saison. Wir haben etliche neue Spieler wieder, die müssen sich auch zuerst finden. Aber grundsätzlich muss man und will man erfolgreich sein. Und man verdient immer das, was man verdient. Wir werden alles dafür tun, dass wir jetzt eher im oberen Drittel der Meisterschaft mitspielen können. Und die Zielformulierung werden wir dann mit der Zeit noch konkreter definieren. Bis einschließlich Mittwoch trainiert die Mannschaft noch am Pfalzner Weiher. Am Donnerstag geht es ins erste Trainingslager ins Sporthotel Achental nach Grassau.